Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillG mit TVS Video und herzlich willkommen zur vierten Folge von unserer neuen Pack-Serie. Im letzten Video oder in der letzten Folge habt ihr 17 Daumen nach oben da gelassen und 2 Dislikes, insgesamt 19. Das wären so ungefähr 150k. Aber es gibt mal wieder Special Sets, so, oder Special Packs, wie man das auch nennen will. Deswegen werden wir nicht unbedingt ganz genau 150k aufmachen, aber in der nächsten Folge, da werden wahrscheinlich keine Special Packs da sein, weil es halt ja jetzt neuer ist, deswegen sind die wahrscheinlich draußen, steht ja auch gleich in der Beschreibung, gleich nochmal zu sehen. Deswegen öffnen wir heute mal nach Laune 50k und 25k Sets, mal sehen wie viele. Erstmal im Hintergrund das neue Team of the Week mit Hugo Lloris im Tor, Wayne Rooney als ZM und Adam Lallana von Liverpool als ZOM. Das sind die drei besten Spieler. Dann gibt es noch Ashley Young als linker Außenverteidiger mit unglaublichen 36 Verteidigung. Und dann noch Mané, der 91 Tempo hat in der Barclays Premier League bei der Southampton steht. Die haben gestern gegen, also ich nehme das am 2. Januar auf, die haben gestern mal am 1. Januar gegen Arsenal gewonnen. Da hat er ein richtig geiles Tor erzielt. Er ist jetzt Inform raus, der ist wahrscheinlich auch eine Menge wert. Die anderen Informs kenne ich nicht so direkt. Wer ist denn hier noch? Sanchez von Aston Villa. Und so, ja. Und hier unten seht ihr jetzt schon, das seltene Goldset verhilft dir zu einem perfekten Start ins neue Jahr nicht verpassen. Team der Woche und Neujahrsspiele und Gewinne, das ist ein Turnier. Aber wir wollen natürlich Packs ziehen. Shop-Katalog wird aktualisiert. Goldsets, hier sehen Sie 15k, 20 Sets öffnen wir garantiert nicht. 25k Sets, ich denke mal, wir fangen mal klein an. Mit 1,7,5k Pack, dann 50k und dann 25k und dann mal sehen, wie es weitergeht. Im ersten 7,5k Pack überspringen haben wir natürlich richtig das gute Zeug drin. Das war natürlich Ironie. RF zu RM kann man mal speichern, das ist was wert, aber ihr seht schon die Transferliste, die ist voll. 5 Plätze sind noch frei. Wer sich fragt, warum, schaut auf meinen Kanal vorbei, da seht ihr es, warum, habe ich erklärt. Das müsste das letzte Video sein, ne? Also das Video davor, vor diesem Pack-Opening oder vor der neuen Pack-Serie. Müsst ihr mal gucken. Im nächsten Pack, das 15k Pack, das erste, was wir öffnen, haben wir Ochoa und Tarab drin. Dann noch Verträge und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Pack wieder, das erste 25k Pack. Was ich ganz vergessen habe zu sagen, am 1. Januar gab es ja 100.000 Münzen Packs. 2 Stück konnte man pro Account ziehen. Ich habe beide geöffnet, hab's aufgenommen. Wollte das in mein Schneideprogramm einfügen, das Video, aber die Elgato hat einen Fehler bemerkt. Das Video wurde aufgenommen, die Länge kann man auch sehen, aber man kann es nicht weiterfügen oder exportieren, nennt man das auch. Und deswegen kann ich das euch nicht zeigen, auch die Datei habe ich natürlich. Ich kann euch aber sagen, im ersten Pack hatte ich Philipp Lahm, hatte das 100k Pack so ungefähr raus. Aber im zweiten Pack, da habe ich mich richtig drüber gefreut, das hätte man eigentlich sehen müssen. Da hatten wir als bester Spieler Per Mertesacker. Aber da hatten wir, keine Ahnung, haben wir 85.000 oder so Verlust gemacht, aber naja, wollte ich euch nur kurz sagen, kann man nichts machen, aber das Pack Opening, die neue Pack-Serie, wird wahrscheinlich kommen, habe alles getestet und eingestellt. 25k Pack fürs erste. Im letzten oder in der zweiten Folge der Packserie, oder war das die dritte, weiß ich nicht genau. Da haben wir im ersten 25k Pack Eden Hazard gezogen. Der ging für 380.000 weg. Wenn wir das heute nochmal ziehen, wäre es natürlich nice. Nächstes 25k Pack. Diesmal überspringen wir. Und
Wow. David Luiz haben wir und Lacazette. Ist David Luiz was weg? Können wir mal schnell nachgucken. Mal 2200 Münzen. Können wir mal schnell rausstellen. So, das passt schon. Lacazette. Ich weiß nicht, ob der was wert ist. Können wir auch nochmal schnell nachgucken. Ah, ne, komm, den brauchen wir nicht raufstellen. Natürlich schöne Positionskarten. Die ist was wert. Keine Ahnung, ob die was wert ist. Mir eigentlich egal. Die paar Münzen, die da rauskommen, die. Ja, die bringen das 25k-Pack auch nicht wieder ein. Hier haben wir noch einen Trainer Pellegrini aus Chile. Und ziehen jetzt das nächste 15k-Pack. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ich denke mal, die 25k-Packs bringen schon mehr. Aber ich lasse mich auch gerne das Bessere belehren. Überspringen und Benteke haben wir drin. Und zwei Silberspieler, die... Welche Liga spielt der? Super League. Türkische Liga, ist der was wert? Nö. Ja, gehen wir nochmal schnell durch. Vielleicht haben wir Duplikat. Ne, haben wir nicht. Also sehen wir uns beim nächsten Pack wieder. Ich denke mal, das wird ein 25k-Pack sein. Das dritte 25k-Pack öffnen wir mit der Nase. Und sind gespannt, welchen Spieler wir drin haben. Wir haben den Spieler namens Sada Turan drin und Handanovic. Ah, und Ronaldinho. Der ist nichts wert. Leider, muss man dazu sagen. Ja, komm, speichern hier wir schnell die ganzen Dinger. Turan und Handanovic sind auch nicht weg. Handanovic ist ein guter Torwart, der aber auch nicht viel wert ist. Können wir alles abstoßen, so. So, ja, jetzt komm. Öffnen jetzt noch ein 25k-Pack. Das letzte Pack soll nicht so lange gehen wie die letzten. So 5-6 Minuten soll das nur gehen. Letztes Pack, 25k-Pack und... Ach du Scheiße. 79 Rated Player im 25k-Pack. Wow. Wow. Super. Super. Okay, da, okay, wir ziehen noch eins. Das letzte aber jetzt. Und machen mit der Nase und gucken nicht hin. Das letzte 25k-Pack. Gucken weg. Und haben Borja Valero drin. Maicon, Oxen, Chamberlain und den Namen will ich nicht aussprechen. 81 Tempo als Innenverteidiger läuft bei ihm. Ja, und dann war es das von dieser oder von dieser vierten Folge. Ich will mal Pack Opening sagen, aber das ist ja die Pack-Serie, die läuft. Von der vierten Folge unserer neuen Pack-Serie. Haben wir wieder Scheiße gezogen, so kann man das sagen. Stoßen den Rest hier ab. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr entscheidet, wie viele Packs wir nächstes Mal ziehen werden. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.